und herzlich willkommen zu Testing Buddies. Ich bin Martin und heute stelle ich euch einen Artback vor, und zwar den Curry Wracken. Wir haben den hier in dieser schönen Artback-typischen Verpackung. Er kostet ca. 65 Euro für 700 Milliliter und hat 57,1% Volumenalkohol. Ja, der ist nach Europas größtem Meeresstrudel benannt und befindet sich in der Nähe der Hebrideninsel Eila. Ja. An der Westküste Schottlands. Jura ist da auch in der Nähe. So. Artback-typische Flasche, die kennt ihr. Da packen wir es gleich wieder weg. So. Ja, wir haben einen hellgelben Whisky im Glas. Die Rauchnote, die schlägt uns sofort ins Gesicht. Rauch, ein bisschen teerig, Schokolade, rote Beeren, ein bisschen erdig und so eine leichte Süße. Ah, die kommt schön raus. Das Fensterbild ist schön schlierig. Oh ja. Also da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Also der riecht sehr, sehr lecker. Ja, wenn man ein bisschen wartet, kommt die Erde etwas mehr durch. Ja. Probieren wir mal. Cheers. Pfeffrig, leichte Kaffeenote drin und dunkle Früchte. Nach der Beschreibung soll man jetzt noch Sternanis haben und irgendwelche Algen oder Seetang. Gut, das kann ich jetzt nicht, weiß nicht, wie das schmeckt so. Aber schön ausgeglichen. Der Abgang ist lang, pfeffrig und der Rauch, der bleibt natürlich schön lange präsent. Also das ist einer, den würde ich mir durchaus ins Regal stellen, das empfehle ich euch. Und mh, 57,1%, das hat natürlich schon ein bisschen Wumms, ne? Ja. Vom Geruch, diese Erdigkeit, die kommt erst später raus. Schöner Whisky. Probiert ihr mal selber. Schönes Zeug. Und wenn euch das kleine, aber feine Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins mehr der Videos, die jeden Samstag um 14 Uhr kommen, wenn es dann wieder heißt Tasting Buddies, Whisky Tasting. In dem Sinne, Cheers und Tschüss.